Ich verstehe nicht, wie er so etwas tun konnte. Drachmen können ein großer Anreiz sein. Genau wie die Aussicht auf Macht. Aber beides hatte er doch schon. Ich weiß, du willst das alles verstehen. Aber manchmal bekommen wir unsere Antworten nicht. Warum bist du immer noch hier? Das reicht. Schieb deine Verachtung für mich einen Augenblick beiseite und hör zu. Wir haben das Versteck der Anhänger des Ares gefunden. Und wir wissen, für wen sie arbeiten. Und wer ist das? Mestor. Er ist mit den Persern im Bunde, die Samos erobern wollen. Das kann nicht sein. Wir sprachen davon, Samos vom Joch des Krieges zu befreien, aber nie davon, es den Persern auszuliefern. Dann hat er dir diesen Teil verheimlicht. Ich finde es selbst heraus. Oh, Theodoros. Ich weiß, du liebst deinen Bruder sehr, aber das hier ist noch nicht zu Ende. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Samos zu beschützen. Und noch ist es nicht sicher. Wir müssen ihm nach. Und wohin? Zu Mestor. Theodoros wird zu ihm wollen. Wahrscheinlich auf eigene Faust nach Mestor. Wo kann er sein? Auf der Ostseite der Insel können Schiffe in einer Bucht ungesehen anlanden. Dort sollten wir suchen.
keine Spuren. Ich will einen Kopf, verstanden? Du entkommst nicht. Die kommt wieder und dann sind wir vorbereitet. Niemand entkommt mir zweimal. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Du bist jetzt in Sicherheit. Wo ist Mestor? Er ging, nachdem er mich einsperren ließ. Er wirkte ungeduldig. Theodoros. Anscheinend hattest du recht. Ich dachte, Mestor wollte das Gleiche wie ich. Aber er hat mich nur benutzt. Es schmerzt, dass er das tat. Ich weiß. Ich habe dich schrecklich behandelt. Du erinnerst mich einfach an alles, was ich nie tun konnte. Und an die Vergangenheit. Doch das hattest du nicht verdient. Samos sollte den Göttern danken, jemanden wie dich zu haben, der für es kämpft. Die Menschen werden von deinen Taten erfahren. Wir mögen heute einen Bruder verloren haben, aber wir haben wieder zueinander gefunden. Du weißt, was jetzt getan werden muss, oder? Bedauerlicherweise, ja. Du kannst zurückbleiben, wenn du willst. Ich kann es selbst tun. Nein, ich muss ihn sehen. Ich muss wissen, warum er das getan hat. Gut, ich bin ertappt. Wie konntest du nur?
Nach allem, was unsere Familie für dich getan hat. Sie nahmen dich auf und du hast sie umbringen lassen. Das war ein bedauerlicher Unfall. Du kannst mir glauben, ich beweine täglich ihren Tod. Ich glaube kein Wort aus deinem Mund. Warum sollte Theodoros dir helfen? Verbündete sind rar gesät und Theodoros zeigte sich mehr als gewillt. Sag mir, was die Perser planen. Samos wäre ein guter Stützpunkt, findest du nicht? Du hast Samos verraten, deine Familie, Nicht alles ist schwarz und weiß. Manchmal brauchen die Menschen andere, die für sie die besten Entscheidungen treffen. Und ich werde über Samos herrschen dürfen. Das spielt keine Rolle mehr. Die Anhänger des Ares, die für dich arbeiteten, sind tot. Jeder wird von deinen hinterhältigen Plänen erfahren. Dafür sorge ich. Oh, darauf hoffe ich. Ich wollte immer, dass man sich an meinen Namen erinnert. Aber ich würde nicht gleich mit dem Schreiben anfangen. Wie meinst du das? Die Schiffe sind bereits unterwegs. Lass ihn laufen. Wir müssen die Schiffe aufhalten. Ich treffe dich dort. Bereitheit! Verschwendet seine Pfeile! Feuer!
Ihr könnt euch rühren! Samos ist sicher. Was ist mit Mestor? Nach seinem Fehlschlag wird er keine zweite Chance erhalten. Außerdem kann er jetzt unmöglich auf Samos bleiben. Theodoros hat sich verändert. Er ist wieder so, wie ich mich an ihn erinnere. Er konnte seine Fehler stets eingestehen. Viel zu wenige können das. Dann glaubst du, alles wird wieder gut zwischen euch? Selbst wenn du Samos wieder verlässt? Natürlich. Theodoros wird hier gebraucht. Und er weiß, dass ich woanders gebraucht werde. Gut. Danke für alles, Cassandra. Ohne dich hätte ich das nicht durchstehen können. Manchmal fühle ich mich, als hätten wir genauso viel Zeit zu Wasser wie zu Land verbracht. Das mag stimmen. Wir sind zusammen weit gereist. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich alleine losziehe. Natürlich. So gern ich dich an meiner Seite habe, darf ich nicht erwarten, dass du für immer bleibst. Ich dachte, ich gehe besser, solange du noch so empfindest. Aber es wird sich merkwürdig anfühlen. Daran werde ich mich erst gewöhnen müssen. Nun, wohin soll ich dich bringen? Der Hafen bei Athen wäre schön. Es gibt noch einige andere, von denen ich mich gern verabschieden würde. Sie werden deinen Weggang sicher bedauern. Auf nach Athen! Manchmal kneife ich mich, um mich zu vergewissern, dass ich wach bin und unsere Erlebnisse sich wirklich zugetragen haben. Dank deiner Schriften werden sie auch nicht so schnell vergessen werden. Dieses Wissen wird der Welt nutzen. Mein Verstand quillt vor lauter Erinnerungen schier über. Magst du eine besonders? Wie sollte ich mich da festlegen können? Du hast mir die Augen geöffnet. So viele Geheimnisse und Mysterien aufgedeckt, die den Lauf der Welt ändern werden. Dein Speer und alles, was mit ihm zusammenhängt. Atlantis, der Kult. Für nichts davon kann ich allein den Ruhm beanspruchen. Du warst bei allem mit dabei. Wie konnte ich nur ignorieren, was so klar vor mir lag? Das konntest du nicht. Darum kannst du ja auch Anspruch auf all unsere Taten erheben. Ich frage mich, an welchen Teil dieser Reise sich die große Adlerfrau wohl erinnern wird. Wir haben vieles durchgemacht, aber ob je etwas an Atlantis heranreichen wird? Sich vorzustellen, dass wir zu den wenigen gehören, die von seiner Existenz wissen und von deinem Vater.
was du versprochen hattest, für dich zu behalten. Natürlich, natürlich. Du magst fortgehen, aber ich finde dich, wenn es sein muss. Ich schätze, es ist soweit. So sehr ich unsere Gespräche auch vermissen werde, hier trennen sich unsere Wege. Wohin führt dich dein Weg jetzt? Nach Turi. Was wartet dort auf dich? Das ist das Spannende. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob noch jemand das Unbekannte so liebt wie du. Das Unbekannte ist nur so lange unbekannt, bis jemand kommt, der es bekannt macht. In Turi werde ich dieser jemand sein. Werde ich dich wiedersehen? Unsere Wege könnten sich wieder kreuzen. Und ich hoffe, dass sie es tun. Denn wenn dem so ist, folgt wahrscheinlich etwas Großes auf dem Fuße. Dann hoffe ich, dass uns noch viele Abenteuer bevorstehen. Ich war nie gut darin, Lebwohl zu sagen. Ein Lebwohl hat stets etwas Endgültiges. Und wir wissen nicht, ob das hier wirklich ein Abschied für immer ist. Viel Glück auf deinen Reisen, Herodotos. Ich kann es kaum erwarten, davon zu hören. Ich teile meine Geschichten mit dir, solange du auch neue liefern kannst. Das wird kein Problem. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Thank you.